Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu We Are Here Forever. Ich weiß gar nicht, was hier jetzt heute passiert. Irgendwie habe ich hier Dominos und sie ein Schaukelpferd und da vorne ist irgendwie so ein... Wie heißt das Ding nochmal? Irgendwas mit Tee. Ich habe es auf der Zunge liegen, ist auch egal. Mit dabei ist natürlich wieder die Jasmin und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der Folge. Lasst gerne ein Follow auf dem Kanal, wenn ihr nichts verpassen wollt, und ein Like auf dem Video. Und jetzt ganz viel Spaß mit den Highlights. Herzlich willkommen zu einem weiteren Part von We Were Here Together mit dem Sweet Lou. Und ey, OBS mag mich heute echt nicht. Oh, hast du was getan? Oh Gott, Hilfe. Ziehharmonika, danke schön. Ne, Ziehharmonika ist so richtig, oder? Ach so, was? Sprichst du schon mit mir? Ja, ich habe mich gerade gefragt, wie das Instrument heißt. Ja. Ja, ist es. Ich musste gerade OBS nochmal neu starten, weil meine Aufnahme schon wieder nicht angegangen ist. Dein Ernst? Ja! Schrecklich, oder? Danach hast du eine Gitarre. Warte mal. Was machst du? Dreh nochmal. Ich dreh hier gar nichts. Doch. Dreh nochmal. Du hast da doch so einen Drehknöppel hier. So, und jetzt gehst du, genau, geradeaus, da gehst du jetzt rein. So. Jetzt habe ich keine Ahnung. Ich sehe keine Gitarre. Dreh da mal. Oder was ist... Warte, du hast da einen Schlüssel. Dreh den Schlüssel mal. Siehst du da? Kannst du den drehen? Oh. Ah, okay. Ach du Scheiße. Ich kann nur mein eigenes drehen. Ja. Dreh du mal. Ich kann dir sagen, wo der Fuß ist. Einmal musst du drehen. Warte, drückst du? Dreh. Und jetzt nach rechts. Hä? Rechts. Zum, dort? Zu den Juwelen. Nein, anderes. Nein, links, links, hinter dir. Das, ja. Da. Ach, das hier, zum Fuß. Ah, okay. Das meinst du. Dann... okay. Wo bist du denn gerade? Bei der Ziehharmonika? Mhm. Bin ich jetzt bei den Juwelen? Mhm. Nee, oder? Mhm. Warte mal, lass mich mal was ausprobieren. Ich sag doch gar nichts. Nee, das ist nicht richtig. Ah, ich sehe dich. Ich sehe dich. Juwelen. Ja? Ich sehe dich. Okay. Was ja, muss ich machen? Du kannst da hinten gar nichts machen. Du musst jetzt wahrscheinlich bei mir gucken. Aber... Ist Ziehharmonika auf Ziehharmonika gerade? Nein. Dann warte mal, bis das wieder so ist. Ja. Das musst du nochmal machen. Ist jetzt Ziehharmonika auf Ziehharmonika? Nein, du musst es nochmal machen. Und jetzt? Ja. Und jetzt möchte ich... Hä? Wo bist du denn jetzt? Bei der Ziehharmonika. Hä? Du kommst gar nicht mehr zurück. Gitarre. Ja. Seh ich doch. Wie Gitarre? Hier ist keine Gitarre. Doch, bei dir ist da oben eine Gitarre drauf. Der Durchgang. Aber ich muss zu den ganz vielen Juwelen kommen. Da komme ich nicht hin. Ich habe doch eine Karte. Warte mal, ich gehe zurück. Und bei mir
da, wo das Schau, dieses Pferd ist, ne? Siehst du das auch? Mhm. Da ist auch eine Karte. Mhm. Aber nee, das Juwel. Wir können das Juwel nicht drehen, diese ganz vielen Juwelen, weil da ist ja auch eine Karte. Siehst du das? Ja, sehe ich, ich weiß. Ich bin voll im Bilde. Ich weiß voll Bescheid. Ach, warte mal. Hier ist auch ein Schlüssel, warum sagst du mir das nicht? Dann kommt nämlich noch was. So, mein Freund. Jetzt nämlich. Jetzt. Kann ich hier direkt durchgehen? Komme ich dann zu den Karten? I don't know. Du musst zurück. Wo ist zurück? Weiß ich nicht, wo du hergekommen bist. Ja, du musst mir das sagen. Ich sehe das doch nicht von hier. Dann dreh das Ding mal. Jetzt zu den Juwelen. Welchen Juwelen? Dort lang? Mhm. Okay. Bei mir sind das Karten. Hä? Lol, okay. So. Wo bist denn du? Ach, da bist du jetzt wieder, genau. Wo bist du? Was hast du denn bei dir in der Mitte? Ach, da bist du. So, lass mich mal schauen. Geh. Siehst du irgendwo eine Gitarre noch? Außen in irgendeinem Ring? Bei mir vielleicht? Ach Mann, ich komme hier gar nicht weg aus dem Scheißding. Ja, sag mir, ob du das siehst. Ich will erstmal selber gucken. Ich komme hier echt nicht weg. Nee, du kannst nicht alleine. Wir müssen das zusammen machen. Alleine geht nicht. Bei mir ist doch eine Gitarre, oder nicht? Ist hier nicht noch eine kleine Gitarre auf irgendeinem Ausgang? Kannst du, guck mal, da, ich bin ja bei der Ziehharmonika. Was habe ich hier? Ich dich. Also kann ich irgendwo anders hin? Ja, das möchte ich dir ja gerade helfen. Soll ich drehen? Aber du, nein. Okay. Du musst mir sagen, ob du irgendwo eine Gitarre siehst. Sicher. Da soll ich hin. Bei mir? Nein. Sehen. Stehen bleiben. Siehst du irgendwo eine Gitarre? Wenn ja, sag mir Bescheid. Nein, du hast eine Gitarre, ja. Ja, also, das war jetzt seit 5 Minuten meine Frage. Wo ist die? Aber die muss doch matchen. Du gehst so, okay, ja, links von dir. Hier? Ja. Okay. Ja, die muss matchen. Weil bei dir ist auch eine Gitarre, aber sonst nirgends. Ja, sag das doch. Hab ich doch gefragt, was bei Ziehharmonika was anderes ist. Ja, dann komm. Dreh mal die Gitarre zu mir. Ja, aber kann ich... Achso, ja doch. Ah, ja, okay. Ja. Ja, warte. Ja. Ich sehe ja nicht, was bei der Ziehharmonika drauf ist, weißt du? Ja, dann kommen wir hier... Ja, ja. Jetzt können wir hier durch. Nein, kannst du noch nicht, weil du musst auch noch drehen. Achso, okay. Oh. So? Ja, und noch einmal. Ich bin frei. Ich bin frei. Ja, aber... Juhu. Wo bist denn du jetzt? Lol. Ach, du kommst immer dahin, wo, was das Symbol ist. So, jetzt bist du bei der Gitarre. Ach, jetzt komme ich gar nicht mehr wir zurück. Wir können dich... Nee, wir können dich jetzt zum... Erstmal, hast du da einen Schlüssel bei dir, den du drehen kannst? Nee, ne? Nee, ist ja auch alles nah beieinander. Okay. Also dich könnten wir... Ich könnte dich zu den Karten bringen. Und ich kann dich nirgendwo hinbringen. Okay, dann... Doch, ich könnte dich zum Schuh bringen. Nee, kann ich nicht, ist zu. Zum Schuh war ich eh schon. Ja, das kann, ist ja kann dich nirgendwo hinbringen. Du musst zu den Karten, weil da ein neuer Schlüssel ist, damit wir was Neues bekommen. So, lass mich mal kurz überlegen. Nee. Habe ich diesen komischen Hut irgendwo? Ja, hast du, dreh mal. Wir schauen einfach mal, was passiert. Aber der ist halt noch nicht hier. Deswegen glaube ich nicht, dass du da hinkommst. Nochmal, nein, du bist doch gar nicht fertig. Du bist so vorschnell. Nochmal drehen. So, das nehme ich zu. Weil wir den Ömmel noch nicht freigeschaltet haben. Lass mich mal schauen. Eine lilane Tür haben wir da hinten bei dem Kollegen. Ist bei mir eine lilane Tür?
Was habe ich denn bei mir drauf? Den Schuh, die Tür ist zu. Gitarre, die Tür ist zu und die Karten. Aber Karten ja, kannst nirgendwo hin. Doch, doch, die Karten, du hast auch eine Karte. Dann müssen wir hier wieder uns matchen. Dreh mal. Du musst erstmal drehen. Okay, ich drehe. Na, ist egal, wer dreht. Du musst auch drehen. Ja, muss ich auch. Ja, bei dir passt es schon. Und du musst auch zweimal nach rechts. Nochmal. Ja. Jetzt kannst du da durch. Dann bist du bei den Karten. Und von den Karten aus... Oh, ach hier. Ja, warte. Ich drehe erst meinen Schlüssel. So, dann müsste jetzt hoffentlich diese Joker-Mütze kommen. Ne, eine Harfe. Okay, wo bist du nochmal? Gitarre. Was hast du für ein Symbol in der Mitte? Gitarre. Die Gitarre. Ach du Scheiße, wo bist du denn? Da, okay. Also du hast diesen komischen Hut, diesen Clownshut. Du hast eine lilane Tür und du hast die Juwelen, aber Juwelen sind zu. Wir müssen beide zur lilanen, oder nee, ich weiß nicht, aber bei der lilanen Tür sind ja zwei von den Schlüsseln. Vielleicht müssen wir da beide hinkommen. Das heißt Gitarre und Harfe. Was habe ich denn? Du hast du hast so eine blaue Trompete, die Karten und den komischen Joker-Hut da. Ja, Joker-Hut hast du auch. Sekunde. Ja. Okay. Der muss bei dir angrenzen. Du musst andere Seite drehen. Sonst, ja, jetzt ist egal. Jetzt dreh weiter. Noch zweimal. Aber noch zweimal ist zu. Da kannst nur du kommen. Du musst noch... Dann kannst nur du kommen. Meine Tür ist zu. Du musst durch hier unten lang. Zu mir. Komm zu mir. Nee, ja. Kann ich nicht. Ist zu? Nein, aber ich gehe jetzt zum Hut und nicht zu dir. Ja, du sollst zum Hut. Ja, ja. So, ja. Ey. Okay, und jetzt? Haben wir es geschafft? Oh. Hast du die Hand gesehen? Ja, gerade. Ja, oh. Was macht er jetzt? Okay. Nee. Sind wir nicht. Akkordeon, ne? Okay, weiter. Du kannst... Nee. Ich denke mal, ich muss irgendwo hin. Ich kann ja auch mit anderen matchen. Du kannst nur in Karten rein und Karten... Du auch. Du kannst in Karten... Du musst dreimal drehen, dann kannst du in Karten. Okay. Bringt mir das denn was? Weiß ich nicht, guck mal, wo sind die Karten? Ja, wir müssen... Ja, Nee, da warst du eben. Ja, eben. Das bringt ja nichts. Wir müssen ja zu den Schlüsseln. Der ist ja schon unten. Was habe ich für Symbole? Immer noch die blaue Posaune. Den Jokerhut und die Karten. Wo sind die Karten offen bei mir? Die Tür? Nee, aber Karten bringt ja nichts, da waren wir ja schon. Aber warte mal. Bei dir ist halt auch nur, ich weiß nicht, bei dir ist nur Karten offen. Und was ist hier bei mir auf der Seite? Ja, nee, aber ist ja egal. Ist das offen oder zu? Wenn du da hinguckst. Ich glaube alles zu, weil du musst ja zwei matchen, damit die Tür aufgeht. Nee, die Tür bleibt zu. Hier auf der Seite, wenn du mich anguckst, die Tür. Ja. Ist die zu oder ist die offen? Hinter dir sind zwei. Welche? Nein, bei dir, deine Tür, die Tür hier. Ach so. Ist die offen? Nee. Die ist zu. Nein. Dann hast du nur Karten offen. Bei mir ist alles... Nee, Karten und das hier ist offen. Ja, das da. Das ist Karten. Also du könntest zurück zu Karten, sonst könntest du nirgendwo hin. Da ist aber noch frei. Hier, aber dann komme ich nur zu mir. Bei mir sind ein paar offen. Aber ich kann... Ja, guck, es muss matchen, weil sonst kommst du immer wieder zu derselben hin. Wo du gerade rausgegangen bist, kommst da wieder rein. Ja, das ist richtig. Also du könntest zu Karten hin, aber Karten bringt ja nichts. Warte, Karten. Und dann ist offen die lila eine Tür, aber die ist... Wir müssen irgendwie zur Harfe kommen. Wo auch immer die ist. Es ist einfach straightforward. Wir müssen einfach dahin kommen, wohin gehen, wo wir hin können. Also sag mal nochmal, was ich habe, bitte. Was sind bei mir für Symbole? Die blaue Posaune, Karten und der Hut.
Okay, der Hut ist wahrscheinlich da. Ja, der ist zu. Und Karten, wo ist Karten? Hier? Da, geradeaus. Hier? Ja. Ja. Scheiße, also ich kann nirgendwo hin. Du musst zurück zu Karten. Doch, du kannst einmal gehen. Du kannst auch zu Karten gehen. Ich dachte, Karten ist zu bei mir. Ja, jetzt, aber du dreh doch mal. Es bleibt zu. Woher willst du das wissen? Nochmal. Habe ich beobachtet. Ja, weil wir da wahrscheinlich schon mal drin waren. Warte mal. Also da wäre Karten. Also hier wäre offen. Ja, aber das matcht nicht. Also gehst du wieder direkt, kommst du ja, wieder ja. Zu deiner sag doch, wo ist die Karte? Mach Karte auf Karte. Ja, es war ja gerade. Es war gerade Karte auf Karte und die Tür war zu. Achso, ja, war sag ja ich ja. Karte bleibt zu. Ja, dann hab ich dir ja auch. Ja. Da musst du zurück zu Karten. Du musst zurück zu Karten. Also da lang? Warte. Ich weiß nicht mehr, wo du bist. Da bist du. Bei der Mütze. Ach, nee, deswegen. Du musst erst drehen, dreimal. Sicher, dass uns das so du springt, hast blaue Posaune! Ja, sag das doch auch. Oh, dreimal drehen, bitte. Ach. Du musst zweimal drehen. Er fragt immer, was hab ich? Ich hab's nicht gesehen. So, jetzt. Warte, du bleibst. Nee, ich muss nochmal drehen. Nein, zurück. Ey, du hast gesagt, dreimal drehen. Ich hab doch nicht dreimal gedreht. Wie man's zurück. Macht, man macht's auch falsch. Ja, ich mach doch. Mein Gott. Yay. Gleich werde ich sauer. Bin Posaune. So, du drehst jetzt. Zweimal. Da, du sagst mir erst, was ich hab. Du dreh zweimal. Du hast nur ein einziges. Du hast nur die Harfe und du gehst jetzt in die Harfe. Nein, nicht da lang drehen. Doch, dreh. Mach noch einmal. Jetzt gehst du hinter dir da durch. Harfe! Yay! Was habe ich? Gitarre und die Tür. Gitarre ist hier. Oh. Ja, hier ist auch Gitarre. Könnte ich hin. Sag mal, du bist bei der Harfe. Ja, aber Gitarre. Du hast gesagt, ich habe Gitarre und die Tür. Ja. Ich will jetzt zur Gitarre. Ach so, ach da. Ja, okay. Wo? Muss ich nochmal? Noch zweimal. Aber wir wollen auch eigentlich zur lila Tür. Ja. Kommst du von da aus zur lila Tür? Weiß ich nicht. Ich gehe einfach dahin, wo ich hin kann. Ja, dann geh. Rechts. Ja, da. So, was habe ich? Bin bei... Ja, du bist wieder zurückgegangen, du Dussel. Bin bei Gitarre. Ja. Was habe ich? Da warst du vorhin auch schon die ganze Zeit. Oh. Den Hut, die blaue Posaune und die Karten. Du musst nämlich irgendwie zur Tür kommen. Ah, jetzt bist du da. Ja. Ich muss mir erstmal selber angucken, Sekunde. Ich vertraue dir nicht. Jo, danke. Hat nur Harfe, okay? Dann werde ich sauer. Und Harfe hat Gitarre. Wo bist du bei der Harfe? Gitarre und Tür. Ja, naja, gesagt. Ich muss zu Karten. Und dann können wir dich drehen. Okay, ich komme noch zurück zu Karten, oder nicht? Sekunde. Karten, geh wieder zurück zur Harfe. Karte wäre da und da musst du drehen. Ja, ist doch perfekt. Ja, sorry. Karten. Nee, das war falsch. Wo muss ich nochmal hin? Du musst so. Wo bist du denn jetzt? Bei der. Hier. Hier, dann. Da wieder rein. Harfe. So, und da bleibst du. Und du musst jetzt zu. Wo bist du nochmal? Ich muss jetzt zu Karten. Ich sehe dich nicht. Komm ich dahin? Ja, ich sehe dich nicht. Sekunde, wo bist du? Ich bin direkt über dir. Ich bin bei der Mütze. Das Gelbe. Du musst in Karten, ja. Ja. Zur Karte. Da? Da, wo die Karte siehst. Nein, da, wo die Karte, das Kartensymbol siehst. Bei der blauen. Was ist das? Ja. Dahin, ja. Okay. Und bei Karten so. Musst du... Jetzt müssen wir matchen. Drehen. Dreimal oder zweimal. Du musst, wenn du in die andere Richtung... Nein, nicht in die Richtung. Zu spät. In die andere! Oh ja, dann dreh mal schön. Du musst auch. Wie oft? Nochmal. Nochmal. Du musst stoppen. Ja, ist safe jetzt?
bin da. Ja. Sag mir doch auch Bescheid. Kannst du auch rein? Ja, los jetzt. Bin schon da. Wie aggressiv sie da reindrückt. Guck mal. Ja, wenn die ganze Zeit nicht mit mir redet. Oh, Schuld, ey. Ha, mein Schlüssel ist drin. Deiner ist kaputt. Ja, meiner geht nicht. Deiner ist kaputt. Hast kaputt gemacht? Hast du viel gedrückt? Nö, du musst einfach hier hinkommen. Oh nee, schon wieder. Wo bist du? Ich bin aus dem Spiel geflogen. König. Was bist du? Aus dem Spiel geflogen. Warum das denn? Du lügst. Boah, dann mache ich Rage Quit. Sag doch, dass du bei Sonne bist. Ich bin bei Sonne. Wo bist du? Sag ich dir nicht. Hab ich gerade schon gesagt. Find dich? Ich höre doch nicht zu, weißt du doch. Ja, schlimm ist das. Versteck mich jetzt vor dir. Ah, da bist du. Ich sehe dich. Du bist beim Schach. Beim König, wie gesagt. Ja, beim König. Ich glaube, das ist die Dame. Oder bei Dame. Ach, ist mir auch egal, was du sagst. Also du hast nur ein Symbol und das ist der Läufer. Und Läufer kannst du auch nicht matchen. Kann ich was matchen? Ja, dreh. Ah, ich kann selber gucken. Haha, ich brauch dich nicht mehr. Wie, du kannst selber gucken. Ich kann selber gucken. Geilo. Brauch dich gar nicht mehr. Ja, kann ich aus dem Spiel gehen. Du musst bitte einmal drehen. Nach rechts. Dann kannst du den Läufer rein da. Läufer. Das ist ja doofer Läufer. Ich hab eine Tür. Ja, ich bin jetzt woanders. Bin ganz woanders, wo du jetzt. Du musst vielleicht auch irgendwo durchgehen. Du Scheiße, den kann ich auch selber gucken. Ich du musst nix. Irgendwo. Doch, ich. Nee. Wo bist du? Du musst irgendwo hin. Weil ich kann hier nichts machen. Ich kann nirgendwo hin. Wie, du kannst nirgendwo hin. Haben wir es jetzt verkackt? Wo kam ich denn jetzt her? Bist du denn auch durch das Tor gegangen? Nö, meine Tür war zu. Wie, deine Tür war zu? Läufertür war zu. Okay. Du musst jetzt bestimmt irgendwas machen bei dir. Nee, ich kann aber nichts machen. Ich kann zwar drehen, aber ich kann nirgends matchen. Ich habe hier eine lila Tür, aber die kann ich nicht drehen. Ich habe bei Dreh mir doch mal so bitte. Dreh mal, vielleicht dreht sich bei mir was. Ich kann gar nicht drehen, hier ist der Dings abgebrochen. Dann dreh ich mal, passiert bei dir was? Ja. Oh, dreh das nochmal bitte. Ja, warte mal, ich gehe da mal durch. Ah, jetzt bin ich bei der Maske. Let me see. Jetzt kann ich noch zum Mond gehen. Oder soll ich mal drehen für dich? Nee, ich kann nicht zum Mond. Soll ich Maske? Mal drehen? Ja, Maske musst du bitte zweimal drehen. Ja, ich bin... Nee, einmal, sorry. Mhm, so? Ja, perfekt. Okay. Ah, und ich kann hier jetzt auch weitergehen. Nein, stopp, mach das wieder zurück. Kannst du das wieder zurück machen? Ja. Okay. Jetzt bin ich hier bei der Kugel. Ah, ich sehe dich. Du bist beim Ei. Falsch. Wie? Ich bin beim... Das ist doch ein Ei. Ich bin jetzt beim Zepter. Ei. Beim Zepter bin ich. Oh, Entschuldigung. Und ich bin bei der Kugel dazu. Ich kann nichts drehen. Du ja, ich kann. Musst, warte du bist, warte, wo bist du? Wo bist Sag du? Sag ich dir nicht. Sag ich dir nicht. Nochmal bitte. Nee, jetzt stopp. Fertig. Ich bin hier. Ah, jetzt bin ich wieder hier. Bin beim Schlüssel. Oder? Okay. Ich habe hier jetzt die Kugel. Eine Tür. Ich habe die Tür. Kann ich die irgendwo hindrehen? Nein. Wo bist du bitte? Warte. Hä? Was für ein Zeichen ist in der Mitte? Ja, so ein Vogelkopf. Vogelkopfknochen. Ich bin jetzt wieder ganz woanders. Wenn ich drehe, passiert was bei dir?
Dreh mal. Ja. Warte mal. Ein Schlüssel. Das kann ich nicht. Ah, dreh mal noch zweimal, bitte. Ja, noch einmal. Ah, shit. Nee. Du musst? Nee, keine Ahnung. Nee, das bringt mir nichts. Weil ich kann hier nämlich nicht drehen. Du musst wieder irgendwo anders hingehen. Shit. Oh, jetzt hast du mich gedreht. Perfekt. So, super. So. Ich bin jetzt hier wieder beim Tor. Und du? Ich habe hier einen Schlüssel. Ah. Hey, du bist auch so still, ne? Hihi. Yay. Unglaublich ist der. Mann. Mm. Findest du das gruselig? Nein. Nobu, danke für deine... für deinen Sub für 3 Monate. Vielen, vielen Dank. Okay. Moin. Schon kalt hier. Laufen können wir nicht. So fühlt es sich im Moment bei uns in der Wohnung an. Heute Morgen einfach nur 14 Grad gehabt.
Wir sind alle ein bisschen durch, ne? Ja, wo geht's jetzt hin? So warm, Luxus. Ha! Vorhin hat die... Oh, die Sonne geschienen. Dann wurde es richtig geil warm in der Bude. Oh. Eule. Herr König. Oder so. Muss da noch anmachen. Das ist eine Spieluhr. Er ist tot, Jim. Nein. Hey, erschreck mich nicht so. Was müssen wir denn jetzt tun? Oh, warum sieht die anders aus? Was hast du getan? Ich habe hier die Eule berührt. Ah. Show me you are one of us. Oh Gott, das sieht schon wieder sehr nach Rätseln aus. Ich habe hier wieder verschiedene Bücher. Wir verraten euch doch nicht. Oh Gott, ich habe ganz viele Köpfe. Ja, wir müssen zwei mitbringen. Ein König und... Wo bist du denn? Sag ich dir nicht. Ich bin irgendwie weggeportet. Ach so, aha. Ach du verdammte Kacke. Ja, wir brauchen einen Kopf für einen König oder so und jemanden, der ihm was ins Ohr flüstert. Bist du immer noch draußen? Wie sieht das aus? Ja, ich bin noch draußen. Ich stehe vor der großen Eule. So ein König und noch was anderes vielleicht. Aber keine Ahnung, wie das hier hinkommen soll. Ach, ich kann auch interagieren. Brauchst du mich? Voll. Jetzt spricht er nur wieder. Okay. Keine Ahnung, wo du bist. Oh. Hier bist du wahrscheinlich rein. Hallo. Oh, hi, moin. Ja, also. Mhm. Ich muss hier. Ah, guck mal, ich kann jetzt ziehen. Guck mal, ich hab dir was Ding, also ein Ding nach draußen gemacht, wovor so ein Mechanismus war. Ah. Ach, ich kann ja, dir nee, Köpfe nach... Köpfe. Ich kann dir einen Kopf nach draußen bringen. Welchen Kopf willst du haben? Na, ein König? Nimm König. Okay, muss ich erstmal gucken, wer der König war, wie der aussieht. Also, wir haben Glockenmackerer, Glasblaserer, Oberhaupt. Glasblaserer? Das, also, das war's nicht. Alchemist. Ein Gefängnisdirektor, Wache des Königs, der Abt. Auch nicht. Die Prinzessin, der Hofnarr,
Noch eine Prinzessin. Ich glaube, den auch. Kronprinz, die Königin und den König. Ja, König und den Joker da. Den Joker bringt ihr schon mal? Den Hofnarr. Joker bringt ihr. Ich glaube, der flüstert ihm vielleicht was ins Ohr. Den Joker hast du? Ja. König suche ich dir. Wie sah der mal aus? Moment, Krone. Krone, gab dem Krone. König den verfluchten Stein und das Messer. Okay. I don't get it. Hab den König. Ja. I wait. Hier. Hast du? Und jetzt noch Königin? Nein. Ha! Richtig. Ich bin so schlau. Hallo, Tatja. Ja. Ah, okay, so. Jetzt brauche ich so einen Maurer. Und einen Gefängniswärter oder so. Gefängniswärter kriegst du? Mhm. Oder halt einen Gefangenen. Hast du das auch? Warte. Weiß ich nicht. Abt, Wache des Königs, Gefängnisdirektor. Der hat so einen... Ja, mach das mal. Und so ein Maurer oder so. Ich glaube, es ist der, oder? Wesentlich. Ist der das? Das ist der nicht, oder? Das muss der sein. Doch einmal rüber. Das muss der sein. Das ist jetzt ein Ritter oder so. Gefängnisdirektor. Oh. Ja, okay. Glaube ich. Wir schauen mal. Hat der einen Bart? Wer? Der ich dir gerade gegeben habe? Nee. Also, ach, warte. Ein Ritter. Ach so. Brauchst du einen Ritter? Ja. Hast du einen? Wache des Königs hätte ich. Oh, ich weiß nicht, ob wir das vielleicht dort platzieren. Nee, ich glaube, da kann ich gar nichts platzieren. Kommt. Nee, stimmt. Da kann ich keinen Kopf. Nee, ich brauche keinen. Ich brauche einen Maurer-Kopf. Maurer? Weil der hat ja schon einen Kopf. Uhrmacher, Glasbläser, Steinmetz. Ja, oder ein Steinmetz, genau. Oh Gott. Bist du das? Ach, du wirst wohl sein, oder? Ja, ich denke mal, der ist es. Kommt. Nee. Das hat irgendwas mit Kirche zu tun. Nee, das ist ein Steinmetz. Was? Das wird doch veräppeln. Nee, das ist nämlich falsch. Ach, ich hab dir den eben, ne? Ich hab den richtigen von eben. Brauchst du noch den Wächter? Brauchst du noch den Wächter? Also nee, ich brauch irgendwas mit dem Gefängnis und irgendwas. Hier, Gefängnis, das ist der. Das ist der richtige. Den ich dir eben gegeben habe, war falsch. Achso. Gib mir den anderen zurück. Ja. Ja, hast mir einen Kronprinzen gegeben. So, und jetzt... Auch nicht richtig. Wer hat die Fähigkeit Schutz? Hast du irgendeine Mechaniker? Wer schützt?
Oder ist es irgendein Wächter oder so? Boah. Ich bin verwirrt. Ich habe jetzt einen mit Bart und Löwenkopf. Was war das? Das ist der denn? Direktor, der Gefängnisdirektor. Hm. Hast du auch irgendeine eine Wache? Aber es sieht schon aus wie ein oder jemand, der irgendwas mit Mechanik oder so? Waffenschmied. Nee. Nee. Nein. Wer hat die Fähigkeit Schutz vor Schnee? Ja. Wer kann versteckte Mechanismen einrichten? Den brauchen wir noch. Den Steinmetz. Oh, voll schwer. Da kann ich ja nichts machen, richtig? Ich glaube, ich habe ihn. Der Allard Glockenmackere. Der macht so komische Vorrichtungen. Ja, dann show me. Aber das ist ja auch schon wieder mit so einer merkwürdigen Mütze. Ja. Ja, das ist jetzt richtig. Die Masons tore down the ruins of Rosary, to construct new homes that protect us from the unending. The clockmaker's design secret doors and contraptions that allow us to hide from our king's gaze. Okay. Who guides our journey? Hab ich. Who forges? Den habe ich dir, glaube ich, schon gegeben. Hast du noch einen über, ne? Mit dem Löwen, ja. Nein, den nicht. Nee, dann habe ich so einer komischen Mütze. Okay. Warte, hab ich ja, so, da, der hat auch so eine goldene Mütze. Nee, nee, den meine ich nicht. Mit Bart. Nee, den meine ich nicht. Hm. Und hat auch irgendwie wieder einen Konstrukteur oder so. Ah ja, der ist es. Brauche ich. Ich hab ihn. Jemand mit Stern und einen Konstrukteur oder hab so. Ihn. Mhm. Was ist das? Ein Glasbläser? Ja. Ah, okay. Der hat die Sterne, okay, dann brauche ich jetzt aber noch einen, ne? Für was? Hat gerade schon dreimal gesagt. Wieder irgendwas Mechanisches. Aber ich weiß nicht, warte, ich kann einen anderen... Nee, ich habe jetzt keinen Kopf mehr. Ich weiß nicht mehr, was die Eule gesagt hat, weil du angefangen hast zu reden. Ich weiß es nicht. Also der hat, ja, weiß ich auch nicht. Das sind so Zeichnungen von auch irgendwie so Rädern, so Vorrichtungen. Du hörst dich eben gerne reden. Nimm mal den hier. Ja, Warte, warum bist du... Ich war noch gar nicht so weit. Das ist die Prinzessin, die du mir da gerade geben willst. Oh. Ich dachte, damit wir nochmal hören, was er da zu sagen hat. Ja, nee, das nicht. Die Eule. Achso, ja, dann gib mir irgendeinen Kopf, dann hören wir nochmal, was er sagt als Tipp. Du hast da draußen keinen mehr? Nein. Wo sind die denn alle hin? Weiß ich nicht. Ich hab keinen mehr. Ich hab keine Metze mehr, das ist das Komische. Ja, nee, brauchst auch keinen Metz. Hm. Was hast du denn da noch? Die ganze Königsfamilie. Mhm. Und zwei Ritter. Mehr nicht. Und ein Alchemist. Ja, dann gib dem mal. Ein Gefängnisdirektor, den hat sie ja bekommen. Wache des Königs habe ich noch. Ein Abt. Das besessen vom Himmel und sehen, was dahinter liegt. Das ist doch Kirche, oder nicht? Ja. Nee. Ja, nimm mal den Alchemisten. Ja. Ich will mal hören, was er sagt. Ich weiß gar nicht, worum es gerade geht. Ich glaube, das wird es nicht sein, aber... Wenigstens, dass wir hören, was er sagt. Nein, warte. Who brings our destination into focus? Who forges our ancient... Das muss doch der Abt sein. Ja, das stimmt. Ja.
Dann ist es der. Okay. Mhm. Hast du? Ja. Nee, ist nicht richtig. Ach so, oder muss ich die beiden tauschen? Warte mal. Der andere war doch schon richtig, oder? Weiß ich nicht. Hat doch, doch, da war doch richtig. Hat er gesagt, ja. Nee. Ich lese mal kurz, was bei den Prinzessinnen so steht. Hm. Oder bei der Königin. Hey, ihr Sterne. Nee. Ja, den hast du mir doch schon gegeben. Mit diesem hohen Hut. Er sagt doch, wer führt uns das? Vielleicht auch ein Ritter. Hier nochmal den Ritter. Aber mit Erlösung. Hm. Nee. Nee. No. Nimm den hier. Who forges our ancient path to salvation? Who guides our journey by Alter, warum? Nee. Who brings our destination into focus? Who forges our ancient? Nee. Who brings our destination into focus? Focus. Who forges our ancient path to salvation? Who guides our journey? Probier den mal. Who forges the ancient? Nee. Who brings our destiny? Nee. Who brings our destination? Fällt auch nicht mehr, nix mehr. Ja, ich hab keine Ahnung. Ich check's nicht. Aber der eine ist richtig, den ich hier zuerst gegeben habe, den Stern. Ich weiß es nicht. Der Glaser. Das ist der mit diesem hohen. Aber den hier. Aber das ist der für die Sterne, ne? Den du mir gegeben hast. Den ersten. Der erste, genau. Der war doch richtig, glaube ich, sogar, ne? Ja, weiß ich Kannst nicht du nicht nochmal abnehmen und draufpacken? Um zu sehen? Ja, kann ich auch. Warte. Ja, da sagt er gar nichts zu, wenn ich nur einen drauf mache. Es müssen beide passen. Nee. Deswegen tausche ich die schon alle immer. Nee. Nö. Who brings our destination into focus? Ich weiß es echt. Who forges our ancient path? To salvation. Who guides our journey by starlight? Sollen wir das Rätsel noch zu Ende machen oder? Ja. Den Cut machen. Nee. Okay. Oh Gott, oh Gott. Ich bekomme Gänsehaut bei einer Mickey Mouse Serie. Was? Warum das denn, du? Warum guckst du Mickey Mouse? Nee, das ist aber nicht die Königin. Ich check's nicht. Mickey und Minnie sind totale Psychos. Die wollen Donald und Daisy gesund pflegen. Ja, ist doch lieb.
aufgebaut wie in einem Horrorfilm. Ja, so außer Psychiatrie und sowas, ne? Hm. Ich werde auch nicht schlau. Was spricht mit mir? Wie viele Köpfe hast du da draußen? Zwei. Welche? Die Königin und ja hier diesen Stern-Ding. Dann gib mir die Königin mal zurück. Ja. Da musst du mir aber im Austausch was geben. Ich kann die nur austauschen. Dann kannst du die nicht einfach nehmen. Nein, ich kann dir die nicht einfach geben. Frau Lünes, wir haben halt schon alles jetzt ausprobiert mit dem Typen. Gefühlt. Sicher? König haben wir nicht. Der ist ja schon weg. Ach so. Der war doch ganz am Anfang. Da war die Platzierung vielleicht falsch. Dann gib mir jetzt einfach einen Kopf nacheinander und dann probiere ich es nochmal und verschiebe die. Also wer sagt denn irgendwas mit Stern? Ja, den ich dir gegeben habe. Ja? Okay. Der erste. Das war der, der Glasmacher. Nee. Der irgendein Typ mit. Mal. Ja, der Gottvater. Der wird's bestimmt sein, oder nicht? Oder ach, hatten wir den schon? Du siehst ja in den Namen immer. Was ist es? Nee, nee. Who brings our destination into focus? Nee, nee. Who brings our destination into focus? Who forges our ancient path to salvation? Die Köpfe sagen halt noch was. Hm. Wenn du mir die rübergibst, dann sagen die mir noch was. Ach so, das höre ich nicht. Ah, okay. Ich höre nur Murmeln. Das jetzt hörst du? Hast du gerade die Eule sprechen gehört? Ja, ich höre diese komische Stimme. Ja, das ist die Eule, diese große Statue. Hey, wir brauchen irgendwas. Ja. Also ich habe hier noch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Köpfe. Boah. Ein Ritter. Die ganzen Prinzessinnen und Königinnen. Ja. Ein so ein. Was ist der eigentlich? Sekunde, was kann der? Was kann der überhaupt? Ist das noch der ein Prinz? Bestimmt. Noch eine Prinzessin? Das sind alles Prinzessinnen, ey. Kronprinz. Ach, das ist ein Kronprinz. Das ist der Kronprinz. Prinz, Prinz, Prinz. Ich sortiere die mal kurz hier. Die sind alle durcheinander hier. So, und du bist ja auch ein Prinz, oder? Ich habe keine Ahnung. Also so verwirrend. Wer bist du eigentlich? Ist das du? Auch eine Prinzessin. Die sieht aber ganz komisch aus. Was ist das so ein... Kronprinz. Ich muss mir das jetzt einmal hier durch. Mhm. So, aber wer ist das hier? Ah, das ist der Gefängnisdirektor. Okay, die Gefängnisdirektorin stellen wir mal hier ab. Den brauchen wir nicht. So, dann habe ich hier die ganze Königsfamilie. Gut. Hä? Dann habe ich noch den Alchemisten. Und einen Ritter. Gib mir mal einen Ritter. Und dann warte mal. Was sagt der denn? Hat er gesagt? Ach, vielleicht ist der das. Ja, dass er nicht singt oder so, aber Hölle bringt, der sein König. Nee, nee. Auch nicht. So, und das war der Abt. Den Abt packe ich mal zum Alchemisten. Halt, dass ich überspringen, ey, dass der mal labert. Who
this our ancient bath to salvation. Wer bahnt uns den alten Weg zur Lösung? Our journey by starlight. Who forges the ancient way through night? Also auf jeden Fall niemand von den Königen, das habe ich mir alles durchgelesen. Mhm. So, Alchemist, Experimente, man studierte, interessant. Auch nicht. Wache hatten wir ja gerade und der Abt hatten wir auch schon, ne? Mhm. Ja, sonst müssen wir jetzt halt einfach einmal alle ausprobieren. Jetzt komme ich ja gar nicht weiter. Ich kann dir nicht helfen. Keine Ahnung, was da drin steht. Ach nee. Hm? Wer ist es? Hä? Correct. Will nichts hören. Der war versteckt. Das ist ja alles sehr dunkel. Okay. So. Ein Ritter auf jeden Fall. Wer sind die Freunde von Rockberry? Drei Stück. Ne, zwei. Stopp. Ritter haben wir doch schon wieder. Ich habe hier einen mit einem Messer hinterm Rücken versteckt und einer, der ein Buch aus dem Tresor holt. Unter einem Bild von so einem Typen mit diesem halben Löwenkopf da oben drauf. Haben wir den noch? Sekunde. Was für eine Krone hat der? Hat der eine spitze Krone oder so mehrere? Okay, dann habe ich den einen schon mal. Eine Spitze. Dann hier, der. Ja, genau. Ja, dann habe ich hier einen, der hier vor einem Stein kniet mit einem Messer hinten in der Hand. Hinter einem Ritter. Stehend im Rücken. Der Ritter, ist das der Ritter, schwarze nein. Rüstung? Nein, 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 stopp, stopp, stopp. Da steht ein Ritter. Der hat schon einen Kopf. Ja. Der blickt in Richtung vom Wald. Hinter dieser Person ist ein Stein und da hockt ein Typ ohne Kopf mit einem Schwert hinten in der Hand. Hinterm Rücken versteckt. So, als will er den umbringen. Ich weiß nicht, ob das auch ein Ritter ist. Hat er beide Arme? Ja, der hat zwei Arme. Und zwei Beine. Es gibt mir einfach den Ritterkopf und wir gucken. Es kann eigentlich nur Ritter sein, weil der Rest ist alles Königsfamilie, Alchemist und Abt. Okay. Und der Ritter beschützt den König. Naja, aber es ist ja nicht beschützen. Es ist ja eher, als würde er ihn umbringen wollen. Nee, ist nämlich nicht. Verbrechen ihrer Familie. Ja, da müssen es irgendwelche Nachfolger vom König sein. Kronprinz. Gib mir den Kronprinz. Ja. Hast du? Hallo, Duffkind. Hä? Fast nicht. Und der hier. Das
Ja, das ist eine Prinzessin, oder nicht? Hm. Nee. Our greatest heroes seek to undo the crimes of their family. They who will not wear the crown are its fiercest opponents. Keine Ahnung. Ah, die, die die Krone nicht tragen wollen, ist das nicht der Abt? Weiß nicht. Das ist doch wer aus der Kirche, oder nicht? Mhm. The Fire King. Until his reign. Alter, will der mich abziehen? Dann hier ein Alchemist. Schlimmste Rätsel bisher. Mhm. Jetzt muss Alter, wer von der Königsfamilie sein. Aber da sind nur Weiber. Ich hab ja, keine Typen dann, mehr. Hier, nimm ja, das hier. Königin habe ich noch. Ja. Greatest heroes seek to undo the crimes of their family. They who will not wear the crown. Oder muss die Königin zum anderen? Ja, und das nochmal. Our greatest heroes seek to undo the crimes of their family. They who will not wear the crown are its fiercest opponents. Nay, our greatest heroes seek to undo the crimes of their family. Nee. Ich weiß es nicht. Nee. Our greatest heroes seek to undo the crimes of their family. They who will not wear the crown. Ich hab dir alle schon gegeben jetzt. Abt, Alchemist, Prinzessin, Prinzessin, Prinz, Königin. Ich guck grad, ich hab nicht mehr. Check's nicht. They who will not wear the crown are its fierce ears. Our greatest heroes seek to undo. Our greatest heroes seek to undo. Our greatest heroes seek to undo the crimes of their family. So they who will not wear the crown are its fierce. The prison warden. Prison Warden. Der Gefängniswärter. Ja. Den haben wir nicht mehr. Doch, den habe ich doch hier. Achso, ja. Der also. Warte mal. Nee. Also wer ich ist den... da? Der Crown Prinz. Crown Prinz, ja. Ist der nicht? Nee. Our greatest heroes seek to undo the crimes of their family. They who will not wear the crown are its fiercest opponents. Wen hab ich denn hier jetzt? Seltsamen Freund von Rockberry. Wer ist sicher Rockberry? Ich habe keine Ahnung, ich bin verwirrt. Du hast ja wirklich keine Köpfe mehr? Ne, ich bin ja schon 10-mal hin und her gelaufen. Ich habe noch den Ritter, 2 Prinzessinnen, 1 Prinz, aber den Prinz hast du gerade draußen, Alchemist und Abt. Warte mal. Das war's. Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Wie die Königin da wieder reingestellt. Königin. Warte. Prinzessin. Prinzessin.
Er dient niemanden. Nee. Er dient niemandem? Nee. Nee. Brauchst du? Nicht. Nein, das sagte gerade der Papst hier. Ja, den Kronprinz hatte ich gerade auch schon. Das auch nicht. The Fire King. Nay, our greatest heroes seek to undo the crimes of their family. They who. Nay, our greatest heroes seek to undo the crimes of their family. They who will not wear the crown are its fiercest opponents. Das hatten wir doch gerade schon. Nay, our greatest heroes seek to undo the crimes of their family. They who will not wear the crown are its fiercest opponents. Ich check's nicht. Ich auch nicht. Wir brauchen einen Tipp. Hinweis. Was lachst du? Wenn du Start drückst, kannst du auf Hinweise gehen. Ja, ja. Sollen wir das machen? Habe ich gemacht, das ist aber total nutzlos. Das ist wie mit B springst du. So ein Tipp ist das. Ach so. Nichts als Rätsel. Welche der vorhandenen Informationen könnte ein Hinweis sein oder welchen Hinweis brauchen wir? Chat? Tatja, weißt du, was man hier machen muss? Du hast das ja schon mal gesehen. Rätsel und Szenen sind nur eine Reihe von Hinweisen. Wow. Total unhilfreich. Ich guck die ganze Zeit, ob ich noch irgendwo einen Kopf habe, aber. Ich hab hier nichts mehr. Ihre Körper schienen eine Szene darzustellen. Könnten ihre Handlungen mit ihrer Persönlichkeit verbunden sein? Ja. Da nimmt einer was aus dem verlorenen Buch. Was? Da nimmt jemand ein Buch aus dem Tresor. Ein Buch aus dem Tresor. Buch könnte auch Alchemist sein. Oder Abt. Ja, ja. Könnte sein, ja. Da ist der Alchemist. Der hat auch was mit Büchern in seiner Biografie hier stehen. Okay. Nee. Ja, und dann halt so. Nee. Our greatest heroes seek to undo the crimes of that. Keine Ahnung. Pack den mal zu dem Buch. Dann hast du noch den mit dem Messer hinten drauf und wen noch? Nee, nur noch den mit dem Messer. Da ist ja, aber dieser Tresor ist halt unter dem Bild von dem Typen mit diesem Wolf-Dings. Warte, der ist sicher. Nein, ich weiß nicht. Von dem Prison Warden. Da hängt das Bild da oben. Glaube ich. Und deswegen? Ja, sonst hast du ja keinen mit Bart und so einem Löwenkopf oben und einer Krone. Doch, dem Prinzen. Ja, dann gib mir den nochmal. Aber. Der hat auch einen Löwenkopf und auch eine Krone. Deswegen hatte ich vor, ob die spitz ist oder ob die oben so Dreiecke hat. Nee, aber kein Bart. Das ist nur der Prison War. Das? Nee. Nein. Nee. 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 Ja. Our greatest heroes seek to undo the crimes of their family. They who will not win. Okay, das sind drei Leute, die Greatest Heroes sind. Also sind es wahrscheinlich Männer. Um Verbrechen ihrer Familie ungeschehen zu machen. Und keine Krone.
Ja, bleibt nur Alchemist, Abt und der Gefängniswärter. Ach, du hast noch den Ritter draußen, ne? Ja, hab ich in der Hand. Ja. Ritter. Wer widersetzte sich unserem König, bis er starb? Warte, das weiß ich. Das habe ich gelesen. Warte. Okay, ja gut. Warte hier. Zeigte sein Verhalten, dass irgendwas ist. Widerspenstig. Na, was ist das? Wofür sie dem König die Schuld gibt? Ja, das muss sein. Also wahrscheinlich die Emilia so und Prinzessin. Ach, das ist ja klar, es sind Frauen, die tragen die Krone nicht. Das macht doch Sinn. Mhm. Hier, eine Dann Frau. Dann gib mir mal die beiden. Die tragen die Krone nicht, ja klar. Ja, Sinn. Weiter. Weiter. Achso, warte. Aber wer wo, weißt du nicht? Nee. Das sind beides Prinzessinnen. Achso, okay. Ja, warte. Vielleicht noch die Königin dazu. Nee, es sind nur zwei. Ah, endlich. Was ein Rätsel. Their rebellion is our greatest weapon. Oh. Moin. Oh, das war's. Ja, kann ich den jetzt hier wieder hinsetzen? Gott sei Dank. Jetzt kann ich den nicht absetzen, oder was? Oh, Gott sei Dank. Doch, hier. So, dann machen wir jetzt mal Folge zu Ende, wa? Oh ja, wir sind auch schon so lange jetzt in der Folge. Oh, stopp. Du bist ein Freund. Okay. Rolfo Gigi, ja danke, Alter. Stopp, so nicht. So sah das aus. Ja, das hat immer sich gedreht. So sah das aus. Ja, ich sag's dir. Was ist das für ein Glatzentyp? Ja, das ist, wird ein Ritter sein oder so. Und dann die beiden Prinzessinnen. Ja, okay. Gut. Dann sagen wir Tschüss zu einer Folge mit Überlänge. Was ein Rätsel. Ich hoffe, die kommenden Rätsel werden nicht so. Also, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Bye-bye.